So Freunde, bevor wir wieder zu den Xbox News übergehen, hier nochmal den kurzen Hinweis, folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, denn ihr wisst, nächste Woche beginnt die Gamescom. Und alles, was ich so machen werde oder wo ich so sein werde, da werde ich alles auf Instagram posten. Ob es ein Bild ist oder ob es halt in den Stories ist. Also für euch zur Info, folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, Links seht ihr hier eingeblendet und natürlich unten in der Videobeschreibung. Und jetzt ab zu den News. Hallo Freunde, hier ist wieder euer Hans. Heute wieder mit den Xbox News der letzten Woche. Los geht's! So Freunde, und da kommen wir auch schon zum ersten Thema und da geht es um die Xbox Scarlett. Scarlett ist ja nur der Codename, wie die neue Xbox, die 2020 erscheinen soll, heißen wird, wissen wir noch nicht. Aber Gerüchte sind jetzt aufgetreten über die Dev-Kits und zwar, welche Stärke die haben sollen. Und da wurde auf Xbox Dynasty und auch auf PC Games berichtet, dass da jetzt irgendwelche Infos aufgetreten sind. Wie gesagt, das Ganze mit Vorsicht zu genießen, das sind nur Gerüchte. Also wir haben hier verschiedene Infos, wie stark das ganze Ding sein soll. Da ist zum Beispiel auch die Rede von dem Grafikchip, der einen Navi 21 darstellen soll, den es aber derzeit noch gar nicht gibt. Das heißt, wir wissen also noch nicht, wie stark das Ganze werden wird. Es gibt zwar Daten, Fakten etc., das verlinke ich euch alles gerne mal unten in der Videobeschreibung, dann könnt ihr mal nachlesen. Nur für euch hier die Info, dass da Fakten aufgetreten sind. Ihr wisst es, Gerüchte, ich weiß, ihr liebt sie, also da habt ihr sie und damit könnt ihr euch dann einfach mal rumschlagen. Also die beiden Links, einmal Xbox Dynasty und natürlich PC Games unten in der Videobeschreibung zum Nachlesen. Und da sind wir beim nächsten Thema und da geht es um Minecraft. Ihr erinnert euch vielleicht ganz vage daran und zwar auf der E3 2017 hat Microsoft ein super duper Graphics Paket angekündigt, was dann irgendwann erscheinen soll. Und jetzt diese Woche ist leider ja die Nachricht rübergekommen, dass es niemals erscheinen wird. Also es ist gecancelt worden, das heißt also, das super duper Graphics Paket ist erstmal weg vom Fenster, also auf Eis gelegt. Ich hatte mich ja doch schon öfters mal gefragt, wann das Ganze denn mal kommen sollte. Auch in meinen Streams wurde das dann schon zum Meme. Wir spielen jetzt wieder Minecraft mit dem super duper Graphics Paket. Ach ja, es ist ja noch gar nicht da. Und jetzt ist es offiziell auf Minecraft.net, könnt ihr es nachlesen. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und da sind wir bei meinem nächsten Thema und da geht es um die Gamescom. Ja, ich weiß, Gamescom, aber die ist nun mal nächste Woche. Deswegen auch hier nochmal ein Bericht dazu. Denn die von euch, die vielleicht nicht zur Gamescom kommen können, weil zu teuer, zu weit weg, was der Geier, ist ja auch egal, die können sich trotzdem auf der Gamescom umschauen. Denn die Gamescom selber wird auf gamescom.de einen sogenannten Gamescom Now einrichten. Das bedeutet für euch, ihr könnt live dabei sein, obwohl ihr doch gar nicht vor Ort seid. Also sprich, sowas wie Twitch, Mixer, wie auch immer, ihr könnt dann quasi dort das Live-Programm verfolgen. Das wird Gamescom für euch aufbereiten und zur Verfügung stellen und das könnt ihr euch dann gerne dort ansehen. Alles dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Und da sind wir bei meinem nächsten Thema und da geht es um den Flugsimulator. Der soll ja nächstes Jahr für die Xbox und den PC erscheinen. Die haben jetzt auf ihrer Webseite flightsimulator.com haben die jetzt ein Insider-Programm gestartet. Das heißt, ihr könnt euch dort anmelden. Das läuft seit dem 15. August. Link findet ihr dazu in der Videobeschreibung. Einfach mal anmelden. Vielleicht habt ihr Glück und ihr seid dabei. Wer will denn nicht den neuen Flugsimulator schon vorher testen? Also unten in die Videobeschreibung auf den Link klicken und natürlich dann da anmelden. Und da sind wir bei meinem nächsten Thema und wenn du Need for Speed Fan bist, dann ist das mit Sicherheit keine Neuigkeit für dich. Aber Need for Speed Heat wurde angekündigt, jetzt am 14. August. Das Ganze erscheint schon am 5. November für alle, die EA dafür bezahlen, dass sie alles früher spielen dürfen. Und am 8. November erscheint es dann offiziell für Xbox, PlayStation und natürlich den PC. Alle nötigen Infos dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Einfach mal draufklicken und ihr wisst es, ich kann kein Gameplay im Hintergrund mehr abspielen. YouTube mag das nicht. Deswegen klickt auf den Link. Viel Spaß damit. Ja, Freunde, das war meine Xbox News der letzten Woche. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne den Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit du hier keins der weiteren Videos verpassen wirst. Und jetzt wünsche ich auch jeden, der nächste Woche auf die Gamescom gehen sollte, viel Spaß. Vielleicht treffe ich ja den einen oder anderen von euch dort vor Ort. Und jetzt bleibt mir nur noch eins zu sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag, morgen, Mittag oder Abend. Und wenn du jetzt zu Bett gehen solltest, dann natürlich eine angenehme Nacht. Euer Hans ist raus. Cheers. Also so oft habe ich die Endcard noch nie eingesprochen. Wahnsinn. Das waren jetzt bestimmt 12 Mal. Cheers.